Inklusion in der Schule. Das ist ein zentrales Anliegen der BBS 2. Hierfür gibt es an der Schule ein inklusives Modellprojekt. Hierbei gehen SchülerInnen mit Down-Syndrom 3 Jahre lang in die Schule und arbeiten nebenbei an 3 Tagen in der Woche in einem Praktikumsbetrieb. Dadurch sollen die SchülerInnen fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden. Die BBS 2 bietet durch ihren Wirtschaftszweig vielfältige Möglichkeiten für die berufliche Zukunft. Wir führen hier bei uns an der Schule die Berufseinstiegsschule Wirtschaft. Und unter Wirtschaft passt natürlich ganz, ganz vieles. Wir sind zwar Kompetenzzentrum Ernährung, aber tatsächlich ist beim Wirtschaftsbereich natürlich auch noch ein bisschen mehr möglich. Und die Arbeitgeber dieser 3 Schülerinnen und Schüler, die sind halt auch im Einzelhandel bzw. in der Verwaltung zu sehen. Ein Schüler, der an dem Modellprojekt teilnimmt, ist Finn. Er macht sein Praktikum in der Grundschule Mühlenweg. Dort hilft er unter anderem im Schulgarten und leiht Spielsachen für die Pausen aus. Die Schule ist überzeugt von dem Projekt und der Zusammenarbeit. Wir haben vor 2 Jahren das inklusive FSJ bei uns eingeführt. Finn Fahlbruch, der jetzt hier im Modellprojekt ist, hat bei uns ein inklusives FSJ gemacht. Und wir haben vorher eben uns sorgfältig überlegt, wie wir für ihn den Tag und die Woche strukturieren und eine Arbeitsassistenz dazu organisiert. Und deshalb war Finn vom ersten Tag für unsere Schule eine Bereicherung. Zustande gekommen ist das Modellprojekt unter anderem in Kooperation mit dem Verein Down-Syndrom Hannover. Dem Verein ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ein möglichst normales Leben zu schaffen. Auch Christiane Dröse liegt dieses Projekt sehr am Herzen. Sie selber hat einen Sohn mit Beeinträchtigung und weiß somit gut, was für Eltern von Kindern mit Down-Syndrom von Bedeutung ist. Dadurch, dass ich vorher schon im berufsbildenden Schulwesen tätig war, hat mir Berufsbildung eigentlich immer, war mir immer sehr, sehr wichtig, und ich konnte beobachten, dass ältere Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Werkstatt unzufrieden waren. Und da ich eben das berufsbildende System in Deutschland kenne, das duale System kenne, habe ich mich einfach dafür eingesetzt zu sagen, wir können auch Arbeit inklusiv gestalten. Sowohl für die SchülerInnen mit Beeinträchtigung als auch für deren Eltern ist das Projekt von hoher Bedeutung. Um sich ein Bild von der Umsetzung des Projektes zu machen, waren auch Kultusministerin Julia Willi Hamburg und Regionsdezernentin Dr. Andrea Hahnke am Montag vor Ort. In 3 Gesprächsrunden konnten sie mehr über die Besonderheit der Arbeit mit SchülerInnen mit Beeinträchtigung an der Schule erfahren. Trisomie 21 ist schon auch noch mal etwas Besonderes. Und wenn wir diese Schüler, die sich unglaublich freuen manchmal über bestimmte Sachen wie leckeres Essen, leckeres Trinken, das Ganze anzubieten auch innerhalb unserer Schülerfirma für die Gäste, die anderen Schüler, ihre Kunden sozusagen. Wenn wir diese Freude sehen, dass sie hier auch angekommen sind, ist das was ganz Tolles für uns. Zukünftig soll es noch weitere Projekte wie dieses geben, um noch mehr Inklusion in Schulen zu ermöglichen. In der BBS 2 werden die SchülerInnen, die an dem Modellprojekt teilnehmen, zukünftig in gemischten Klassen unterrichtet. So werden sie in einen normalen Schulalltag integriert.